das Volk der Bibel. Es träumte von einem Land des Friedens, von einem Paradies auf Erden. Aber das gelobte Land, es war alles andere als ein Garten Eden. Die Bibel erzählt eine Geschichte von Krieg und Gewalt, ein Drama voller Blut und Tränen. Doch hinter den Katastrophen lebt ein großer Traum. Der Traum von der Rückkehr ins Paradies, wo alles begann. Es hätte so schön sein können im Paradies, im Garten Eden. Die Bibel erzählt in den ersten Kapiteln davon. Es ist ein großer Menschheitstraum. Keine Kriege. Genug zu essen, Tier und Mensch vertragen sich. Adam und Eva lebten dort. Die Bibel verrät uns genau, wie es war. Und sie waren nackt, beide. Der Mensch und sein Weib, heißt es da. Und sie schämten sich nicht. Aber dann kam das Verhängnis. Adam und Eva bissen in den Apfel vom Baum der Erkenntnis und damit war es dann aus mit den paradiesischen Zuständen. Dass es übrigens ein Apfel war, mit dem das Böse in die Welt kam, hat einen besonderen Grund. Apfel heißt nämlich auf Lateinisch malum und das Böse heißt malum. Malum, das Böse, malum, der Apfel. Adam und Eva, mit ihnen kam das Böse in die Welt. Will uns das die Bibel sagen? Oder steckt etwas anderes hinter der Geschichte mit der verbotenen Frucht? Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Als Mann und Frau erschuf er sie. So erzählt es die Bibel. Wie Kinder sind diese ersten Menschen im Garten Eden. Denn in ihrer Welt gibt es weder Schuld noch Verantwortung. Das Unglück schleicht sich hinterhältig in die Idylle ein. Eine Schlange, heißt es, verführt die Menschen dazu, etwas Verbotenes zu tun. Den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er verleiht die Gabe, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ein Gleichnis, mit dem die Bibel erklärt, warum der Mensch die Freiheit besitzt, Gutes oder Böses zu tun. Aber man kann den Text der Bibel auch ganz anders lesen, als die Umarbeitung eines uralten heidnischen Mythos. Er handelt nicht vom Ursprung des Bösen, sondern von der Entdeckung des Sex. Ursprünglich war die Sexualität und das Geheimnis der Fortpflanzung den Menschen unbekannt, aber es wurde ihnen von einer Gottheit, einem Schlangengott, verraten. Und die anderen Götter, es handelt sich um eine alte politistische Geschichte, haben dann diesen Schlangengott ebenso bestraft wie die Menschen, denen man aber das Geheimnis der Fortpflanzung nicht mehr entreißen konnte. Das verlorene Paradies, Symbol für den Verlust der kindlichen Unschuld. Der Mensch ist erwachsen geworden und von jetzt an verantwortlich für das, was er tut. Und schon die Söhne der ersten Menschen, so erzählt die Bibel, geraten in Streit. Kain, der Bauer, erschlägt seinen Bruder Abel, den Hirten. Eine Legende, die zurückführt an den Anfang der Zivilisation. Schon vor Jahrtausenden zogen Nomaden mit ihren Tieren durch die endlosen Weiten des Orients. Ein Alltag
unter freiem Himmel. Diese Menschen besitzen nicht viel mehr, als sie am Leib tragen. Die nomadische Lebensweise, die älteste Kulturform der menschlichen Rasse. Sie setzt eine Welt ohne Grenzen voraus, ohne Besitzansprüche. Ein Land, das allen gehört. Doch dann verändert sich die Welt radikal. Vor etwa 10.000 Jahren beschließen Menschen, am selben Ort zu bleiben, Häuser zu bauen und Ackerbau zu treiben. Sie betrachten das Land als ihren Besitz. Dadurch geraten sie in Streit mit den umherziehenden Nomaden. In der Erzählung von Kain und Abel erinnert die Bibel an diesen Clash der Kulturen. Und sie liefert eine Erklärung dafür, warum unsere Welt so friedlos ist und Brüder zu Feinden werden. Seit dem Sündenfall im Paradies haben sich die Menschen von Gott entfernt. Das ist der Grund für alles Schlechte in der Welt. Kain und Abel ist sozusagen die Vertiefung und die Verschärfung dieser Geschichte, weil der Sündenfall selbst betrifft eigentlich das Verhältnis zu Gott. Und Kain und Abel betrifft nun das Verhältnis der Menschen zueinander und zeigt sich eben darin, dass der Mensch offensichtlich gewalttätig, neidisch, eifersüchtig und auch bereit ist, seinen Mitmenschen, das heißt den Bruder, zu töten. Kain erschlägt Abel, weil er glaubt, Gott bevorzuge seinen Bruder. Kain, das Urbild des Mörders aus Neid. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte jenseits von Eden. So schreibt die Bibel. Jenseits von Eden. Das Paradies war verloren. Der Traum von einer Welt ohne Mühe, ohne Arbeit. Für immer war er ausgeträumt. Und weil der Mensch nicht mehr im Paradies lebt, ist er seitdem gezwungen, sich in der Welt einzurichten. Er muss das Land bestellen, baut Häuser, Städte, Straßen, erfindet die Schrift, Geld, Steuern, Bürokratie. Zivilisation nennt man das. Auch wir sind Kinder dieser Zivilisation. Ihre Wiege aber lag in Mesopotamien, in dem Land zwischen zwei Strömen. Die Welt vor 5000 Jahren. In der fruchtbaren Ebene zwischen den Strömen Euphrat und Tigris im heutigen Irak entstehen die ersten Großstädte der Menschheit. Ur und Uruk, Assur, Ninive und Babylon. Berühmte Namen, die für den Anfang der Kultur stehen. Für gigantische Bauleistungen, für Paläste und Stadtmauern, für das Zusammenleben von Menschen unter einheitlichen Gesetzen, für eine arbeitsteilige Gesellschaft, eine ausgeklügelte Verwaltung, kurz für das, was man Zivilisation nennt. Und für eine der größten Erfindungen der Geschichte überhaupt, die Schrift. Aus dieser Welt soll der Stammvater aller Israeliten gekommen sein, ein Auswanderer mit Namen Abraham. Von Mesopotamien aus soll er durch den fruchtbaren Halbmond, den wasserreichen Bogen zwischen Euphrat und Mittelmeer gezogen sein. Sein Ziel? Das Land Kanaan, der biblische Name für das heutige Israel. Aber stimmt diese Überlieferung des Alten Testaments? Kamen die ersten Israeliten wirklich aus dem Zweistromland? Oder erzählt die Bibel eine Legende? Am Jerusalemer Rockefeller Museum untersucht der Anthropologe Yossi Nagar die Spuren der frühesten Israeliten. Seine Forschungen werfen ein erstaunliches Licht auf die alten Berichte. Woher stammt das Volk der Bibel? Es ist eine bekannte Geschichte aus der Bibel, dass unsere Väter, ich spreche jetzt als Jude, dass die Väter meines Volkes aus dem heutigen Irak, aus Mesopotamien kamen. Das ist die Geschichte von Abraham. Und tatsächlich, wenn ich Knochen wissenschaftlich untersuche, erkenne ich eindeutig, dass unsere Vorfahren hier eingewandert sind. Und zwar während der Bronzezeit. Das bedeutet, die wissenschaftlichen Ergebnisse passen genau zur Bibel. Sie stimmen mit der Überlieferung überein.
the biblical story of coming from outside. Aber die Bibel will noch etwas anderes sein als historische Überlieferung. Sie schildert vor allem die Beziehung eines Volkes zu seinem Gott. Eine Beziehung voller Dramatik. Auch sie beginnt mit Abraham, dem Stammvater der Israeliten. Gott fordert Entsetzliches von ihm. Er soll seinen eigenen Sohn Isaak opfern. Eine Glaubensprobe über alles Menschenmögliche hinaus. Eine der berühmtesten Schilderungen der Bibel. Isaak ahnt das Schreckliche, denn sein Vater richtet einen Altar her. Aber wo ist das Opfertier? Die Bibel erzählt die Geschichte als psychologisches Drama. Alles, so scheint es, läuft auf das grausame Ende hinaus. Denn Abraham ist entschlossen, Gott zu gehorchen. Es ging also um Furcht und Gehorsam. Das erklärt ja nun noch nicht diese an sich furchtbare Geschichte, die davon spricht, dass der Vater seinen Sohn schlachten soll. Die Geschichte wurde einmal erzählt, um Leute davon zu überzeugen, wir brauchen nicht mehr unsere Erstgeborenen zu opfern, sondern wir können ein Tier dafür nehmen. Das ist gewissermaßen eine Reifung von Religion, die sich in solcher Geschichte vollzieht. Die Geschichte, die so grausam beginnt, handelt in Wirklichkeit von der Überwindung der Barbarei. Denn in letzter Sekunde verzichtet Gott auf das Opfer. Eine Schlüsselszene der Bibel. Auf dem Jerusalemer Tempelberg, wo sich heute der islamische Felsendom erhebt, soll sich die dramatische Szene zugetragen haben. Genau auf diesem Stein im Zentrum des Gebäudes. Eine Legende. Sie wirkt bis heute fort. Durch sie gilt der Tempelberg als Gründungsstätte des Monotheismus, des Glaubens an den einen Gott. Jerusalem, das ist die Hauptstadt Gottes. Auf alten Karten ist sie das Zentrum der Welt. Übersetzt heißt Jerusalem die Friedensreiche. Frieden war aber selten in dieser Stadt und dem Land, das sie umgab. Bis heute streiten sich Juden, Christen und Muslime um dieses Erbe. Denn sie alle verstehen sich als Kinder Abrahams. Schon von Anfang an gab es Streit um das Heilige Land. Die Bibel erzählt in vielen Kapiteln von Krieg, Mord und Totschlag. Stimmen alle diese Geschichten von Eroberung und Sieg? Wie entstand Israel? Ein ständiger Kreislauf von Vertreibung und Rückkehr. So erzählt die Bibel die Geschichte der Israeliten. Die Nachfahren Abrahams hat es nach Ägypten verschlagen. Dort wachsen sie zu einem großen Volk heran. Jahrhunderte später kehrt es in das Land der Väter zurück. Kanaan, das heutige Israel, das gelobte Land. Als Paradies, wo Milch und Honig fließen, schildert es die Bibel. Eine Heimat für alle Zeiten, ein Land des Friedens soll es werden. Aber dieses Land ist nicht unbewohnt. Hier leben schon andere Menschen in großen Städten. Die berühmteste von allen ist Jericho, die Metropole am Toten Meer. Die Bibel erzählt von ihrer Belagerung durch die Israeliten. Die Mauern Jerichos sind mächtig. Wie kann man sie bezwingen? Gott, so heißt es, kommt seinem Volk zu Hilfe. Wenn es seinen Anweisungen folgt, dann wird ein Wunder geschehen. Lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Geschrei erheben, wenn es den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin.
als einen Sieg Gottes über die Feinde Israels. So schildert die Bibel die Einnahme Jerichos. Und so sieht die Wirklichkeit hinter der Überlieferung aus. Die Ruinen von Jericho. Sind diese Steine Zeugen der legendären Eroberung? Auch wenn man die Posaunen der Fantasie biblischer Autoren zurechnet, die gewaltsame Einnahme der Stadt müsste doch Spuren hinterlassen haben. Archäologisch ist überhaupt nichts nachweisbar. Da gibt es keine Zerstörungshorizonte. Also wir Archäologen würden natürlich erwarten, man findet da Brandschichten. Und zwar immer wieder ungefähr gleichzeitig, sagen wir, wann wird das stattgefunden haben, so um 1200 vor Christus in der Schwedenbronzezeit, da gibt es da Brandschichten, da ist dann Jericho zerstört worden und so. Aber Jericho hatte noch gar keine Mauern zu der Zeit und es ist also völlig klar, dass das eine literarische Fiktion ist. Heute weiß man, am Anfang Israels standen keine glänzenden Sieger, ganz im Gegenteil. Menschen in Not. Und sie kommen auch nicht aus Ägypten, sondern aus Kanaan selbst. Sie sind in Wirklichkeit Outcasts, die Ärmsten der Armen des Landes. Da sie anderswo kein Auskommen haben, lassen sie sich in den unwegsamen Bergregionen Kanaans nieder. Und das ist der Kern Israels. Nur war das noch nicht ganz eine Nation, die da im Siegesrausch einmarschiert ist, sondern das waren Einzelsiedlergrüppchen, die sich dann zu Stämmen verbündeten. Und die kriegen langsam die Oberhand über die ältere städtische Struktur in den Tälern. Vor 3000 Jahren standen winzige Siedlungen auf diesen Hügeln. Der unscheinbare Anfang einer großen Geschichte. An ihrem Ende stehen das Königreich Israel und ein Mann, der zu den berühmtesten Figuren der Bibel zählt. David. David, der strahlende Held. So hat ihn sich Michelangelo vorgestellt, als Inbegriff männlicher Schönheit. Der entschlossene Blick, der muskulöse Körper. Diese Skulptur ist vielleicht das berühmteste Kunstwerk der Menschheit. In dieser Gestalt des David hat Michelangelo versucht, den perfekten Mann darzustellen. Aber war David wirklich dieser perfekte Mann? Ein Märchenprinz? Wenn, dann aber einer mit vielen Schattenseiten, wie die Bibel erzählt. Ein Mörder, ein Ehebrecher, der über Leichen geht. Wer war dieser Mann, der zum Staatsgründer und Vorbild aller Könige wurde? David, eine Geschichte, die wie ein Märchen beginnt. Ein einfacher Hirtenjunge soll er gewesen sein, aber ein Junge mit einer außergewöhnlichen Begabung. Er kann durch seinen Gesang die Menschen bezaubern. Gesandte eines Anführers der Israeliten werden auf ihn aufmerksam. Sie bringen das Kind ins Hauptquartier Sauls, der als erster die israelitischen Bergstämme in einer politischen Union vereint hat. Der Gesang Davids soll ihn aufheitern. Denn Saul ist von Dämonen besessen, erzählt die Bibel. Der Beginn einer großen Karriere. Jahre später ist aus dem Sänger David auch ein Krieger geworden, ein gefeierter Held. Saul hat 1000 Feinde getötet, David aber 10.000, singen die Frauen am Hof Sauls. Der Emporkömmling ist dem alten Anführer zur Konkurrenz geworden. Seine Eifersucht entlädt sich in einem Mordanschlag. David muss vom Hof fliehen. Seine vielversprechende Karriere scheint beendet. Ein Leben wie ein Roman. Ein Leben mit dramatischen Wendungen. So schildert die Bibel die Biografie Davids. Alles nur Erfindung? Hat der große Held Israels überhaupt gelebt? 1993 gruben Archäologen die Ruinen der Stadt Dan aus. Der nördlichste Außenposten Israels war jahrhundertelang heiß umkämpft.
In der Grenzfestung stießen die Wissenschaftler auf Inschriften der Könige von Damaskus, die dann vorübergehend besetzt hatten. Als es gelang, die Texte zu entziffern, trauten die Entdecker ihren Augen nicht. Die Inschrift von Tel Dan. Eine archäologische Sensation. Auf dieser Inschrift aus dem 9. Jahrhundert vor Christus haben wir die Erwähnung eines Königs mit Namen David und direkt darüber den Namen Israel. Für Menschen, die sich fragen, ob der Text der Bibel historische Wirklichkeit widerspiegelt oder nicht, ist die Tatsache, dass hier der Name Davids zum ersten Mal erwähnt wird, von enormer Bedeutung. Es ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass zumindest Teile der biblischen Überlieferungen auf Fakten beruhen und nicht reine Erfindung sind. Nach seiner Flucht macht David eine Karriere als Bandenchef, der in kurzer Zeit die Macht über die Israeliten an sich reißt und dabei über Leichen geht. Dörfer, die Widerstand leisten, macht er nieder und verschont auch Frauen und Kinder nicht. Die Bibel, das ist das Erstaunliche, versteckt das hässliche Gesicht Davids nicht. Auch diese dunklen Seiten an David gehören zu seiner Faszination. Eine glatte Propagandagestalt in Hochglanzpolitur würde mich und viele andere wahrscheinlich eher befremden oder abstoßen. Die Bibel zeichnet David sehr bewusst, denke ich, schraffiert und mit tiefen Schatten. David, eine Geschichte über einen Helden mit Makeln, aber vielleicht gerade deshalb eine wahre Geschichte. Die Erinnerung an einen Menschen aus Fleisch und Blut. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, so schildert es die Bibel, ist David der erste Herrscher über alle Israeliten und lässt sich zum König salben. Aus einer lockeren Union von verstreuten Siedlungen ist ein Staat geworden, das biblische Israel. Vom Hirtenjungen zum König, das ist die moderne Geschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mit so einer einfachen Bastschleuder fing diese Karriere an. Mit einer Waffe, die uns heute wie ein Spielzeug vorkommt. Die Bibel erzählt, dass David damit einen Riesen getötet haben soll. Einen Giganten namens Goliath. Ein toller Filmstoff. Der Zwerg, der mit List und Tücke seinen weit überlegenen Gegner zur Strecke bringt. Drei Meter groß soll er gewesen sein, der Riese Goliath. Ganz allein fordert er das Heer der Israeliten zum Kampf heraus. Eine peinliche Situation. Keiner hat den Mut, gegen den Riesen anzutreten. Doch dann erscheint der junge David auf dem Plan. Seine einzige Waffe? Eine Schleuder. David und Goliath. Geschicklichkeit siegt über Kraft. Eine Heldengeschichte, die fast zu schön ist, um wahr zu sein, aber sie spiegelt eine historische Wirklichkeit wider. Nicht den Kampf zwischen zwei Männern, sondern den zwischen zwei Völkern. So könnte der wahre Goliath ausgesehen haben. Im 11. Jahrhundert vor Christus tauchen rätselhafte Krieger im Nahen Osten auf. Auf ihren Särgen haben sie ihre Gesichter verewigt. Philister nennt die Bibel dieses Volk, das die Welt des alten Orients völlig verändert. Sicher ist, sie kamen übers Meer, wahrscheinlich von den Küsten und Inseln Griechenlands. Für die europäische Herkunft der Krieger spricht ein Hinweis aus der Bibel. Sie waren, im Unterschied zu allen anderen Völkern des Nahen Ostens, unbeschnitten. Auch die Pharaonen Ägyptens bekommen es mit den gefürchteten Piraten zu tun. Im Tempel von Medinet Habu, den Ramses II. Errichten ließ, feiert sich der Pharao als Sieger über die Philister. In einer blutigen Seeschlacht unterwirft er das fremde Volk, das die Küsten Ägyptens heimsucht. Das zumindest erzählt die gemeißelte Propaganda auf der Tempelwand.
Dass Ramses so eindeutig über die Invasoren triumphierte, bezweifeln Wissenschaftler. Denn er konnte nicht verhindern, dass die Philister an der Küste des heutigen Israel siedelten. Mit fatalen Folgen. Sie blockierten damit den gesamten Handel im Land. Das war recht wichtig, denn damit brach eben wirklich der überregionale Handel zusammen. Sie hatten damit aber auch eine dominierende Stellung, denn sie konnten von der Küste aus in das Bergland hineingehen. Und das führte dann zwangsläufig zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Leuten, die dort im Bergland wohnten. Im Bergland aber regierte David. In harten Kämpfen gelingt es ihm, seine Herrschaft gegen die mächtigen Feinde an der Küste zu behaupten. Das ist die wahre Geschichte von David und Goliath. Auf dem Höhepunkt seiner Macht bezieht David eine Residenz in einer Stadt im Bergland, oberhalb des Toten Meers, Jerusalem. Wenig ist aus jener Epoche geblieben. Nur unterhalb des Tempelberges haben Archäologen ein kleines Areal aus der Zeit des 10. Jahrhunderts vor Christus ausgegraben. Die sogenannte Davidstadt. Allerdings hat David nach der biblischen Überlieferung diese Mauern gar nicht errichten lassen. Er gilt nicht als Gründer, sondern als Eroberer Jerusalems. In diesem Punkt stimmen die archäologischen Entdeckungen mit der Bibel überein. Jerusalem war schon lange vor der Epoche Davids ein befestigter Ort, allerdings bei weitem keine Metropole. Also ich denke, Jerusalem war in der sogenannten Königszeit ein besseres Dorf. Nicht? Wir dürfen uns also nicht eine Prachtstadt vorstellen, wie wir sie in den Großreichen finden. 400 Meter lang und 100 Meter breit. Mehr war das Jerusalem Davids nicht. Aber mit der Wahl der kleinen Bergfestung zur Hauptstadt seines Reiches machte er Geschichte bis auf den heutigen Tag. Für die Bibel ist er der größte aller Könige. In ihm ist zum ersten Mal der Traum von der nationalen Unabhängigkeit Israels verwirklicht. Sein Sohn wird die Früchte seiner Siege ernten und nicht weniger berühmt werden als sein Vater, Salomo, dem die Bibel nachsagt, seine Weisheit sei so unendlich wie der Sand am Meer. Zwei Frauen streiten um ein Kind. Jede behauptet, die Mutter zu sein. Wie soll man diesen Fall entscheiden? König Salomo befiehlt, das Kind in zwei Hälften zu schneiden. Eine der Frauen wirft sich schützend vor das Kind und verzichtet auf alle ihre Ansprüche. Genau dadurch weiß Salomo, sie ist die wirkliche Mutter. Das salomonische Urteil ist sprichwörtlich geworden als kluge, intelligente Entscheidung Salomos Weisheit. Nicht einen einzigen Krieg hat Salomo geführt, er hat nicht zerstört, er hat lieber aufgebaut. Sein berühmtestes Werk ist der Tempel von Jerusalem, eines der legendären Gebäude der Menschheit. Es muss prachtvoll gewesen sein. In seinem Innern schimmerten Skulpturen aus reinem Gold. Fantastische Wesen wie dieses, das Archäologen rekonstruiert haben. Halb Mensch, halb Tier. Cherubim nennt sie die Bibel. Wissenschaftler haben nachgebaut, was als Salomos größte Tat in die Geschichte eingegangen ist. Als goldschimmernden Traum, so schildert die Bibel den Jerusalemer Tempel. In seinem Allerheiligsten stand, flankiert von zwei großen Wächterfiguren, die Bundeslade, die heilige Truhe, in der die 10 Gebote aufbewahrt wurden. Davor erstreckte sich die 30 Meter lange Haupthalle des Tempels mit der Menorah, dem legendären siebenarmigen Leuchter, einem Symbol des Lebensbaums. Neben dem Portal beeindruckte ein bronzenes Wasserbecken zum Waschen des Opferfleisches. Mit dem Tempel an der höchsten Stelle Jerusalems
schuf Salomo das zentrale Heiligtum der Jahwe-Religion. Einen Ort, der bis heute für gläubige Juden den Nabel der Welt bedeutet. Der antike Tempel war ein großes Schlachthaus. Nur an diesem einen Ort durften Priester und Gläubige das geforderte Tieropfer für Gott darbringen. Die Priester, hebräisch Kohanim, waren nach dem König die einflussreichsten Männer im alten Israel. Die Vollzieher des blutigen Ritus gehörten zu einer eigenen Kaste, durch Gesetze streng vom einfachen Volk geschieden. In Jerusalem lebt die Erinnerung an die mächtige Priesterkaste bis auf den heutigen Tag fort. Einmal im Jahr versammeln sich Männer an der Klagemauer, um das Volk Israel zu segnen. Sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie alle tragen den Familiennamen Kohn und betrachten sich als Nachfahren der ersten Tempelpriester. Sind diese Männer wirklich der lebendige Beweis für die biblische Überlieferung? Weit weg von Jerusalem, in London, geht ein Forscher dieser Frage nach. Am renommierten University College arbeitet der Genetiker David Goldstein. Er nahm die alte jüdische Überlieferung beim Wort und untersuchte das Erbgut hunderter Familien mit dem Namen Kohn. Sind sie wirklich miteinander verwandt? Oder wurde der Name erst sehr viel später, mehr oder weniger zufällig, von jüdischen Familien angenommen? Die Analyse des Erbguts brachte eine wissenschaftliche Sensation zutage. Alle Kohns tragen tatsächlich gemeinsame genetische Merkmale, durch die sie sich von anderen jüdischen Familien unterscheiden. Aber Goldstein und seine Mitarbeiter gingen der biblischen Geschichte sogar noch weiter auf den Grund. Durch die Analyse bestimmter Abschnitte des menschlichen Erbguts konnten sie tatsächlich berechnen, wann der erste gemeinsame Vorfahre der heutigen Kohns gelebt haben muss. Und als wir den Zeitraum berechneten, stellte sich heraus, dass es 3000 Jahre waren, wobei ein gewisser Spielraum möglich ist. Auf jeden Fall beweist es, dass die Linie, die zu den Kohns von heute führt, sehr alt ist und tatsächlich bis in die Zeit des ersten Tempels zurückreicht. Überraschende Spuren biblischer Geschichte und eines Bauwerks, von dem sonst nichts erhalten ist. Die vielen Eroberer Jerusalems haben buchstäblich keinen einzigen Stein des legendären Tempels an seinem Platz gelassen. Die Herrlichkeit Salomos, man muss sie anderswo suchen. Nach der Bibel baute er die Stadt Megiddo im Norden Israels prächtig aus. Ist diese für biblische Zeiten beeindruckende Anlage ein Beweis für den imperialen Glanz, die Größe von Salomos Reich, das sich von Ägypten bis an den Euphrat erstreckt haben soll? Eine Streitfrage, die Israels Archäologen wie keine andere in Atem hält. Die Bauten, die man immer wieder für einen Beweis der Größe Salomos heranzieht, vor allem die Toranlagen von Megiddo, Hazor und anderen Städten, muss man meiner Meinung nach alle in eine spätere Zeit datieren und können daher als Beweis für Salomos Macht nicht dienen. Auf der Suche nach der Größe Salomos haben auch andere Archäologen zum Spaten gegriffen und ziehen ganz andere Schlüsse aus den Funden. Sie sind fest davon überzeugt, Beweise für die großartige Bautätigkeit Salomos in Händen zu halten. Wir lesen in der Bibel, dass Salomo die Städte Megiddo, Hazor und Gezer ausbauen ließ. Hier in Hazor finde ich dieselben monumentalen Bauten wie in den anderen Städten. Da es klar ist, dass sie alle aus dem 10. Jahrhundert vor Christus stammen, gibt es keinen anderen Kandidaten außer Salomo. Mit anderen Worten, hier haben wir eine wundervolle Illustration für eine Passage aus der Bibel. Eine ungelöste Kontroverse. Archäologie der Bibel ist keine Mathematik. Grabungsbefunde lassen Spielräume der Interpretation zu. Die Antwort auf die Frage nach der historischen Bedeutung König Salomos
steckt in der umstrittenen Datierung dieser Steine. Solange sie nicht gelöst ist, lebt der Mythos von Salomos Herrlichkeit weiter. Salomo der Prächtige, ein orientalischer Herrscher, eine Gestalt, die an die Geschichten aus Tausend und einer Nacht erinnert. In seinem Harem sollen nicht weniger als 700 Ehefrauen auf ihn gewartet haben. Und als sei es nicht genug, schenkt er seine Gunst noch 300 Gespielinnen. So behauptet es die Bibel. Alles bloß Märchen? Ein Körnchen Wahrheit steckt auch in dieser Erzählung. Salomo hat mit Frauen Politik gemacht. Wende dich, Sulamit, wende dich. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitzlein. Wie bist du so schön und so lieblich? Verse, die Salomo verfasst haben soll. War der große König ein Schwerenöter? Eher ein kluger Realpolitiker. Er schloss Verträge mit Nachbarkönigen und bekräftigte sie durch die Heirat mit ihren Töchtern. Im Grunde sind die Damen in einem Harem eines Herrschers diplomatische Vertreterinnen ihrer Herkunftsländer und Orte. Und das ist übrigens auch gar keine schlechte Art, Frieden zu stiften, indem man also Menschen aus den anderen Ländern da hat und sogar in der eigenen Familie hat. Erotik und Diplomatie. Sie spielen auch in der berühmtesten Begegnung Salomos mit einer Frau eine Rolle. Die Rede ist von der Königin von Saba. Schön, klug und reich soll sie gewesen sein. Ihr Staatsbesuch in Jerusalem mutet schon sehr märchenhaft an. Die Monarchin aus dem Morgenland sei angereist, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Denn der Ruf seiner unendlichen Weisheit habe sie angelockt. So schreibt die Bibel. Aber von wo könnte sie gekommen sein, die legendäre Königin von Saba? Die Spur führt weit von Jerusalem weg, in den tiefsten Süden der arabischen Halbinsel, in den heutigen Jemen. Dort blühte in der Antike tatsächlich das sagenumwobene Reich der Sabäer mit seiner Hauptstadt Marib. Als Heimat des Weihrauchs und der Gewürze war das Land in der Antike bekannt. Eindrucksvolle Ruinen von Palästen und Tempeln zeugen vom einstigen Reichtum der Handelsnation. Lange nahmen die Forscher an, dass die Blütezeit des Sabäerreiches weit nach der Epoche Salomos lag. Doch Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts belegen jetzt, auch zur Zeit Salomos schufen die Sabäer schon monumentale Anlagen. Zeugnisse für eine Hochkultur im Süden Arabiens, über die vielleicht sogar die legendäre Monarchin herrschte. Die Königin von Saba. Die Bibel erzählt von ihr, um die Anziehungskraft, das Charisma Salomos zu unterstreichen. Das internationale Flair seines Jerusalemer Hofs. Aber nicht nur das, die Erzählung hat noch eine ganz andere Absicht. Sie will zugleich deutlich machen, dass dieser Salomo hochgefährdet war, weil diese Damen ja nicht nur Frauen waren, sondern gar noch ausländische Frauen und doch später die Juden sehr große Sorgen hatten, dass ihnen in ihre jüdische Gemeinschaft zu viel Ausländisches, Heidnisches hineinkam, wie vielleicht dem Salomo. Und dann wächst so die Vorstellung, die waren schuld, dass der Salomo am Ende nicht mehr so treu zu seinem Gott Jahwe stand. Götzendienst, die Kehrseite von Salomos Herrlichkeit. Er sei von Gott Jahwe abgefallen und mit ihm das ganze Volk. Archäologen haben an vielen Stellen Israels Kultplätze entdeckt, an denen die Menschen heidnischen Wettergöttern huldigten. Ein Beweis dafür, dass der Glaube an den einen Gott einen schweren Stand hat. Die heidnischen Fruchtbarkeitskulte, sie sind der Grund für die Katastrophen, die nach Salomos Tod das Reich erschütterten. Die Bibel deutet die gesamte Geschichte des Volkes Israel als Folge seines Verhaltens zu Gott. Es geht um gut oder böse, Tov v'ra
auf Hebräisch. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir es hier mit Religions- oder ethischem Unterricht zu tun haben. Nicht? Es muss immer wieder dasselbe eingehämmert werden. Nicht? Wenn man böse ist, dann hat das auch entsprechende katastrophale Folgen. Im Verständnis der Bibel sind die mächtigen Feinde der Israeliten die Geißel in der Hand Gottes, mit der er sein Volk züchtigt. Im 8. Jahrhundert vor Christus machen sich die Könige Assyriens daran, den gesamten Nahen Osten zu erobern. Von ihren Hauptstädten Assur und Ninive aus überrollen sie Mesopotamien, Syrien, Israel und dringen sogar in Ägypten ein. 722 vor Christus belagern sie die Stadt Lachish, südlich von Jerusalem. In den 80er Jahren haben Archäologen die Stadt ausgegraben. Dabei sind sie auf die Spuren der Tragödie gestoßen. Noch heute deutlich erkennbar, eine Rampe, aufgeschüttet von den Assyrern, um die Mauern zu attackieren. Der Wucht der gut organisierten Armee aus Mesopotamien ist Lachish nicht gewachsen. Nach Monaten der Belagerung dringen die Feinde in die Stadt ein. Assyrische Reliefs erzählen auch, was dann geschah. Gefangene werden gepfählt. Die Überlebenden werden nach Mesopotamien deportiert. Tausende von Familien müssen den Marsch in die Fremde antreten. Eine Geschichte, die sich noch einmal wiederholen wird. Eine schreckliche Katastrophe muss das gewesen sein. Aber die Könige von Jerusalem kommen gerade noch einmal davon. Mit Geld erkaufen sie sich Schonung. Das gelobte Land, es war alles andere als ein Garten Eden. Das Volk der Bibel führte die meiste Zeit einen harten Überlebenskampf gegen übermächtige Nachbarn. Aber gerade die Verwüstung des Landes bringt die Menschen dazu, ihre Geschichte und ihren Glauben niederzuschreiben. Und sie haben recht gehabt. Worte haben mehr Bestand als Mauern. Die Bibel ist ein Beweis dafür.